Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 1 von eurem Hawker. Letzte Mal haben wir aufgehört und ja, wir kamen aus der neuen freien Mine, beziehungsweise aus dem Kesselloch, wie sie es auch nennen. Und ja, haben uns, wie ihr seht, eine Minenarbeiter, beziehungsweise eine Butlerhose besorgt. Sie nennen sie eigentlich Schürferhose oder Schürferklamotten. Die bieten uns Schutz und ich hoffe, so kommen wir in die Kneipe. Das werden wir aber alles gleich erfahren. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Super. So einfach kommen wir rein. Eine Rüstung, die wir umsonst gekriegt haben, die bietet uns Schutz und schon sind wir drin. Reden wir mit Mordak. Mordak, wie geht es dir? Laris hat eine Nachricht für dich. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Okay, wie soll das gehen? Aber du willst uns nicht weiter was darüber erzählen, also zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Wir brauchen Erz. Ich hoffe, der führt was mit sich. Nein, tut er nicht. Jetzt reden wir mit Chipper. Chipper, wie geht's dir? Trink erstmal ein Glas zu Ende. So. Ende. Ging ja schnell. Schürfer? Raucht sich sein Joint? Vielleicht hat er was Interessantes zu sagen. Er ist ja gerade nicht im Kesselkopf. Na, wie sieht's in der Mine aus? Na, wie steht's in der Mine? Wir haben das meiste hinter uns. Nur noch wenige Wochen, dann haben wir genug. Schön. Ich dachte, das wäre schon. Senjan, wie heißt du? Senjan? Du kommst aus der freien Mine, richtig? Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Ich hab geraten. Kann man dir noch was fragen? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich will nur mit dir reden. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Und ich spreche mir nochmal drauf an. Das passiert mir nicht nochmal. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Okay. Das war's an Informationen. Ich habe da gerade jemanden rumschleichen sehen. Ah, der arbeitet da nur. Der gute alte, egal wie der heißt. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Okay, wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Das ist schön. Kannst du mir was über den Reislord sagen? Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Da hat er aber auch recht. So, gucken wir uns mal hier oben um. Geht's hoch? Vielleicht gibt's da ja eine Truhe, die wir ausrauben können. Bingo! Sind wir allein hier? Ja. Speichern wir. Und gucken wir uns diese schöne fliegende Lampe an. Wahrscheinlich Lampe. So. Und offen. 30 Erz. Schön. Dann noch dreimal Reis, ein Brot und eine Schüssel. Das kann man noch mal gebrauchen. Weiter geht's zu dieser Truhe. Was gibt es hier?
Hier gibt es 18 Erz, dreimal Reis und einen Apfel und ein, zu guter Letzt ein Heilkraut. Auch sehr sinnvoll. Das Erz kann man immer gebrauchen. Immer die Schildtruhen ausrauben. Ich werde dieses Diebeshandwerk wahrscheinlich noch weiter skillen. Ist ja wichtig. Und möglichst gut. Taschendiebstahl, also nicht unbedingt, aber möglichst gut im Ausrauben von Truhen zu sein. Ich glaube nicht, dass das klappt, aber vielleicht, wenn er wegzieht, können wir uns auch um diese Truhe kümmern. Schnell nehmen. Ach, hat er geklappt. Sind zwar ein paar Dietriche kaputt gegangen, aber im Endeffekt haben wir jetzt ein bisschen Wasser, rein Alkohol meine ich, ein bisschen Reis. Alles, was man gebrauchen kann. Silas, da bist du. Wahrscheinlich der Chef hier. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Hast natürlich auch recht. Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Wie teuer ist bei dir ein einfaches Bier? Oh, ein Reisschnaps kostet 15. Und man kriegt pro Monat 50 Erz. Das ist aber teuer. Was kann ich dir denn verkaufen? Verschiedenes. Den reinen Alkohol behalten wir mal. Die Schüssel kannst du haben. Behalten wir mal. Ja, mehr als eine Schüssel muss ich doch verkaufen können. Tränke. Wo sind Waffen? Der Schmiedehammer, den kannst du haben. Da ist er, ja genau. Den kann er haben. Achso, ich kann meine Waffe, die ich ausgerüstet habe, gar nicht verkaufen. Ich dachte, ich hätte schon was verkauft. 5 Erz kriege ich nur. Okay. Nur 5 Erzbrocken. Naja, ist ja nicht viel. Aber besser als nichts. Das hat aber einen sehr niedrigen Wert. 5 Erz. Da kann man sich nicht viel von leisten. So, gibt es hier noch was Interessantes? Hier gibt es noch ein Banditen. Also nichts Besonderes. Geht's hier noch irgendwo hoch? Nope, wir sind oben. Dann geht's wieder runter. Die Remake von Gothic 1, das wäre nochmal schön. Bessere Grafik. Ich würde das so gerne mal sehen wollen in Full HD. Das wäre schön. Für Computer ein Remake, Gothic 1, ich will es mir kaufen. Ich hoffe, das wird irgendwann mal nachkommen. Irgendwann mal. Was gibt es hier oben? Da gibt es hier ein paar Banditen. Söldner. Und ein Weg. Waffe weg! Ja, sofort. Da hast du noch mal Glück. Hier gibt es einen Weg. Der bringt uns wohin? Nach unten. Da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir mal hin. Ich glaube, das ist das Lager der Arbeiter von dem Reislord. Hier gibt es erstmal ein Bett. Da legen wir uns erstmal hin und schlafen. Wir unterholen uns. Denn wir haben nicht so viel Leben. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Und jetzt gucken wir mal, ob es hier Truhen gibt. Da müssen wir nicht vorsichtig sein. Oder irgendwas in den Regalen. Aber es sind nur arme Bauern. Was sollen die schon großartig haben? Die haben ihr Fellbett. Ihr Bett aus Stroh oder was weiß ich. Sonst leben die ganz bescheiden und einsam. Nein, die haben nichts. Tisch und das war's. Bauer, was macht er da? Wie steht's? Wir arbeiten uns den Arsch ab, damit hier alle was zu futtern kriegen. Okay. Erzähl mir was über dieses Lager. Es ist randvoll mit Arschlöchern. Wenn's nach mir ginge, sollten die Söldner alle Banditen einfach aus dem Lager werfen. Die tun gar nichts für uns. Machen nur Ärger.
Du bist aber nett. Wer kümmert sich darum, dass auf den Feldern alles glatt läuft? Wer kümmert sich darum, dass hier auf den Feldern alles glatt geht? Na, wir alle. Der Reichslord überwacht zwar alles, aber ich glaube, er sitzt den ganzen Tag in seinem Bunker und zählt die Säcke. Na, immerhin hat er zusammen mit Homer die ganze Anlage hier gebaut. Okay, gut. Dann soll er die Säcke schon zählen. Hier ist ein Bauer, da ist ein Bauer. Entspannen schön. Gehen wir doch mal die Leiter hoch. Also hat der Reißler mit Homer die Anlage gebaut. Hopp. Schon ziemlich erstaunlich. Also sind diese beiden die längsten in der Kolonie. Oder relativ lang in der Kolonie. Ob es die längsten sind, weiß man natürlich nicht. Das alte Lager ist wahrscheinlich noch älter und Gomez ist noch länger drin. Mich wundert es eigentlich, warum Gomez drin ist. Gomez ist der König sozusagen hier. Der Erzbarone. Ich muss mich kurz konzentrieren, Reis, alles mögliche. Gomez ist doch der Anführer der Erzbarone. Warum ist der drin? Ah, wir haben die Truhe. Die ist ein bisschen schwieriger gewesen. Aber da haben wir ja aber auch einen Reiterbogen. Ja gut, ich bin jetzt nicht der Bogenschütze, so. Werde ich aber vielleicht noch was drauf skillen. Also hat der die Anlage gebaut. Hier ist ein Außenposten. Da bewacht einer. Ein Söldner. Die Truhen sind leer. Und hier geht's noch höher. Was gibt's da oben? Ein weiterer Vorratsraum? Oder eine Vorratskammer? Wir sind unsichtbar. Nein, wir waren unsichtbar. Ach, hier ist ein Ausguck. Wahrscheinlich ist da geradeaus auch der Lurker. Den wir suchen müssen, der am Damm nagt. Hier unten, wie ihr seht, geht der Fluss seinen Lauf. Da ist so ein See, wie hier oben auch. Der See wird über den, über den Wasserfall gespeist. So geht das ungefähr hier ab. Jetzt gehen wir wieder die Leiter runter Richtung Reißlord. Wir wollen uns doch mal die Arbeiter, beziehungsweise sind ja die Bauern, auf den Feldern mal ein bisschen genauer angucken. Oh, schön. Na, nichts zur Arbeit. Ihr seid spät dran, Leute. Ihr seid spät dran. Rennt. Los. Mich wundert's, dass die überhaupt so spät dahin gehen. Ich meine, wir haben doch schon... Gucken wir mal kurz auf die Ingame-Uhrzeit. 10.46 Uhr, ich meine, da wäre schon längst in der Schule, beziehungsweise auf der Arbeit. Und die haben entspannt. Hey du, neu hier, was? Jo. Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Vielleicht später. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Bring dein Wasser selbst rum. Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Du bist kein Freund. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Oh, der hat stark drauf. Netter Kamm. Okay, der ist natürlich deutlich zu stark für uns, ist ja klar. Also müssen wir das Wasser free. Wohl wegbringen. Wo bist du, Lefty? Hey du, neu hier. Da... Klar, ich helfe gerne. Klar, ich helfe gern. Gut, geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Ja, mache ich. Kein Problem. Da ist der Reislord. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig.
Gut, machen wir. Bauer? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. So, danke. Machen wir weiter. Bauer. Lefty schickt mich. Lefty. Die reden alle das Gleiche. Das kenne ich schon. Ach so, da wollte ich noch was fragen. Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Okay. Da hast du natürlich recht. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Lecker! Du bist aber wirklich appetitlich. Welcher Schlamm? Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ärger von wem? Von einem Bauern? Ärger? Von wem? Von einem Bauern? Nur weil ich auf den Feldern arbeite, heißt das nicht, dass ich mich nicht gegen Typen wie dich wehren kann. Also komm nur her, wenn du Ärger willst. Tut mir leid, der Spruch mit den Bauern. Tut mir leid, der Spruch mit den Bauern. Das hättest du dir eher überlegen sollen, Junge. Lefty schickt mich, ich habe Wasser für dich. Aber wartet mal, ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ich glaube, der will uns noch was beibringen. Also, kürzen wir den ganzen Kram kurz ab. Das war nämlich der... Hey! Und, das war nämlich der, der eine Bauer meinte ja, es gibt hier einen, der stark genug wäre, sich zu wehren. Ich glaube, das war der. Und, gut. Ja. Ich glaube, das war der und deswegen verscherzen wir es mit ihm uns nicht. Lefty schickt mich. Man sollte es sich nicht mit diesen Bauern verscherzen. Den haben wir fertig. Wasser gibt's für dich auch. Danke, Junge. Kein Problem, Alter. Weiter geht's mit diesen Bauern. Lefty schickt mich, ich habe Wasser für dich. Prost. Ende und weiter geht's mit dir. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich, ich bin neu hier. Entspann dich, ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Das ist natürlich sehr doof. Du hast einen zu stark in die Fresse geschlagen und dann ist er gestorben. Oder woanders hin. Aber das heißt ja nicht, dass du trotzdem für das Gute kämpfen kannst, beziehungsweise für dein Lager. Oder findest du das Lager gerecht hier? Findest du diese Rollenverteilung hier gerecht? Wäre es nicht schöner, ein Söldner zu sein, für die Freilassung zu kämpfen, anstatt für die Bauern zu arbeiten? Aber die Bauern müssen natürlich auch sich freikämpfen. Wenn die Bauern nicht da sind, wer versorgt dann die Söldner mit Essen? Mit Reis? Mit Reisschnaps? Die Butler? Damit die Butler arbeiten? Warum bist du ausgerechnet dieses Lager beigetreten? Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen.
Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Okay. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Damit ich Reislord und seine Schläger fertig machen kann, oder Niskan hier zu zeigen, wie man mit mir sprechen kann? Mit dem Reislord, glaube ich. Damit ich den Reislord und seine Schläger fertig machen kann. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reislord fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Kein Problem. Lefty schickt mich. Ich habe auch noch Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Ach, der ist auch lecker. So, jetzt haben wir einfach mal Stärke plus 5 gekriegt. Auch nicht schlecht. Bauer... habe ich schon Wasser gegeben. Speichern wir mal ab. Nicht, dass ich mich doch irgendwo wieder verreden sollte. Und im Endeffekt bekomme ich dann, wer ist denn Rufus? Hi, ich bin neu hier. Wollte mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann für ihn? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Okay. Obwohl, denn warum hast du nicht gleich gesagt, nein, mach ich nicht. Hättest dich wehren können. Hättest zur Lee gehen können, theoretisch. Hättest dich beschweren können. Aber jeder muss natürlich was für die Arbeit zu tun. Also jeder muss was machen. Du kannst ja nicht einfach voll auf deiner Haut liegen bleiben. Sonst hättest du Bandit werden müssen. Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. So, danke, Rufus. Weiter geht's. Bauer, ich hab Wasser,
damit der Bauer auch mal was trinken darf. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Bitte, kein Problem. Du bist schon ein bisschen älter. Sieht man ja in deinen Haaren. Schon weiße Haare oder graue. So, nochmal Wasser. Damit die Leute alle in aller Ruhe was trinken können und um besser zu arbeiten. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Wir müssen ja die Produktivität der Leute steigern. Ja. Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Da. Gönn es dir. So. Das haben wir auch abgeschlossen. Jetzt gehen wir zum nächsten Bauern. Das wärst du. Lefty schickt mich. Prost. Danke, Mann. Kein Problem. Weiter geht's. Bauer. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser. Lefty, danke. Da habe ich nochmal eine Wasserflasche für ihn. So, und weiter geht's mit Pock. Wer ist denn Pock? Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Okay, dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier, oder? Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Okay, es reicht. Du kriegst kein Erz. Du kriegst natürlich Schnaps ab, aber kein Erz. Nicht schön. Weshalb bist du hier? Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Naja, kann man nichts machen, jeder muss Steuern zahlen. Aber wenn du nichts hast, kannst du auch nichts zahlen. Dafür gibt's ja in Deutschland Hartz IV. Gibt's bei dir leider nicht. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Ja, danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Gut, weiter geht's. Hier haben wir noch einen Bauern. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Kein Problem. Jetzt geht's bei dir weiter. Bei dir war ich schon dann, oder? Ah, ich hab kein Wasser mehr. Gucken wir mal, ob hier irgendwer noch einen Namen hat. Du hast keinen Namen. Nette Vogelscheuche übrigens. Mit dem Totenkopf. Das sieht irgendwie aus wie ein Geist. Die Vogelscheuche. Ja, wenn man keine Materialien hat, dann bastelt man sich eben was aus dem Totenkopf. Davon gibt's ja genug hier. Wenn man sich die Schädel einschlägt. Wen haben wir hier? Auch nochmal ein Bauer. Und das war's. So, Arbeit vollgerichtet. Jetzt zum unseren Lohn. Hey du, gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Mein Erst bitte. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Okay. Nein, Spaß werden wir natürlich nicht mehr machen. Lefty schickt mich. Und jetzt zeige ich euch mal einen Trick, wenn er funktioniert. So, sprechen wir den Reißer drauf an. Lefty schickt mich. Und schon wieder haben wir 12 neue Flaschen Wasser gekriegt. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen machen, kann man das Wasser schön verkaufen. Ich glaube, ein Wasser bringt 3 Erz. So kann man sich ein schönes Leben machen. Das machen wir jetzt, was weiß ich, ein paar Mal. Und dann
gönnen wir uns ein schön angenehmes Leben, indem wir das Wasser verkaufen, zu Erz machen. Bei Mordak kann man gut handeln. Und ja. Gucken wir mal, was man noch machen kann. Lefty schickt mich. Ich soll den Wasser mal ein Wasser bringen. Auf jeden Fall bringt das ordentlich Geld rein. Jetzt haben wir gerade einen Bug. Ach nee, jetzt ist das Spiel stehen geblieben. Nein, ist es nicht. War ich gerade im Menü. Jetzt schaut man den Sound. Das ist das Risiko. Hier bleibt manchmal das Spiel stehen. So, na gut. Dann beende ich hier die Folge. Und den Rest, ich werde dann mal wieder hier privat spielen. Dann passt das schon. Danke fürs Zusehen. Tschüss, euer Hocker.